Hallo, weiter geht's mit Donkey Kong Country Returns. In der Küste im Dämmerlicht. Die geschafften Level sind übrigens blau geworden und die ungeschafften sind auch rot und glitzern schön. Und das hier war das, das wir freigeschaltet haben mit dem Schlüssel von Quanky, das Level. Und ich glaube, das ist immer das, was dann sehr schwer ist. Besonders schwer. Also da freue ich mich jetzt schon richtig drauf. Setze ich mich mal richtig hin. Wiimote ist schön mit der Schlaufe um die Hand gesichert. Ah, das war das. Das war so schön. Im Sonnenuntergang. Auch wenn er gerade ein bisschen geflackert hat. Ah, das war klar, dass das ist. Mir gefällt ja die Idee sowieso immer. Da gab es, glaube ich, auch irgendwie so ein Spiel Limbo oder so. Das hatte auch so solche Tendenzen. Habe ich selbst nie gespielt. Aber gesehen. Und ich meine, es sah schön aus. Ich weiß aber nicht, ob es wirklich Spaß gemacht hat zu spielen. Also Limbo. Warum soll ich das jetzt machen? Was bringt mir das an dieser Stelle? Irgendwie gar nichts. Nur einfach mal, um es zu zeigen, scheinbar. Ach Moment, der hat nach rechts gedrückt. Ich sollte echt mal lesen oder sehen, was er eigentlich sagt. Aber ich will ja nicht alles verpassen. Warum sollte ich das tun? Ja, genau deswegen mache ich das nicht. Aber da gibt es schon wieder ein Herz, also eigentlich kann man gar nicht sterben. Jetzt euch diese Sonne an. Lebensecht. Und Bananen. Yeah. Was ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Ein Busch, ein lebender Busch. Ja. Yeah. Okay, Kreise Bananen, das gibt es öfters und dafür gibt es eine Belohnung. Manchmal ist es ein Puzzleteil, manchmal auch nur ein Herz. Wie soll immer die Kamera fliegen, wenn sie tot sind? Moment, habe ich das Herz schon eingesammelt, ich Idiot? Ich Idiot! Gut, dann hol ich die alle mal weg. Ja, das war ganz dumm. Man kann leider nicht, wenn man von der Rolle abspringt, noch welche mitnehmen, dann ist man nämlich sofort wieder verletzbar. Wenn man nach oben springt. Ah, ey, wie dumm kann man und wie viel Pech kann man haben? Ist auch die Frage. Ah, deswegen hat er mir das erzählt vorhin. Weil man das hier braucht. Ich will jetzt ein bisschen aufpassen, ich will nicht sterben, ich habe nur noch ein Herz. Wäre sehr unpraktisch. Zum Glück drehen die nicht um. So klug sind die dann doch nicht. Aha. Kann das auch anders. Wie Krawatte halt noch so rot herausstecht. Oh, flacker, flacker. Und eine Banane im Hintergrund. So, kann ich das auch noch wegpusten? Nein. Ja, auch nichts. Was ist denn hier? Gar nichts? Hä? Oh. Ich dachte schon, die verarschen mich doch hier nicht. Das ist doch Nintendo, du verarschen eigentlich. Nintendo ist immer gut zu einem. Die wissen genau, was man will und was man braucht. So, hier kann ich einfach... Moment, Moment. Ich hab's gewusst. Ey, zum Glück habe ich ein Herz wieder bekommen. Aber ich bin gerade echt sehr schlecht. Heute ist auch ein anderer Tag. Die ersten zwei Teile habe ich gestern aufgenommen. Und den hier heute. Man merkt sofort, ich bin ganz anders wieder drauf. Für meine Spielskills, ja. Der Kommentar ist natürlich immer genial. So. Neongrünes Leuchten am Checkpoint. Endlich mal wieder Diddy. Lange nicht mehr gehabt. Okay, ich sehe schon. Da kann ich doch bestimmt. Was zum? Das hat man überhaupt nicht gesehen, das hat man fühlen müssen. Musste man fühlen. Wo geht's denn jetzt hin? Ich verpasse ja alles. Da war doch bestimmt noch was Wichtiges. Zumindest mal ein Puzzleteil, bestimmt. Das machen die doch gerne aus. Und das N. Aber gut, sonst scheint hier nichts zu sein. Das N hole ich mir aber noch. Dann haben wir das Level ja schon gleich geschafft. Und die Musik mit dem Saxophon, dann immer so echter Blues. Passt richtig zum Level. Und diese Hintergrundkulisse, herrlich. Oh, er kommt dann im Höllentempo auf mich zu. Ich kann nicht ausweichen. Zack. Nicht erwischt. Kann mir treffen, eher gesagt. Moment, da ist er bestimmt wieder. Ich kenne auch meine Pappenheimer inzwischen. So, hier links vielleicht auch noch was. Immer mal ein bisschen neugierig sein. Kann nie schaden bei diesem Spiel. Ja, pusten ja mal wieder die Gegend weg. Und erhalten dafür einen Schlag ins Gesicht von einem Busch. Ich glaube, der Gegner kommt in keinem anderen Level mehr vor, kann das sein? Das ist kein Gegner. Das hauen wir weg. Wegen der Banane mache ich so einen Aufstand. Da ist doch garantiert was
bin ja alles Drogen. Ah ja. Jetzt fehlt mir nur noch eins. Das würde ich auch gerne haben. Dann hätte ich mal wieder alle. Ist bestimmt geil versteckt und ich finde es nicht. Das Herz kann ich gebrauchen. Und das geht sowieso. Links. Rechts und jetzt links. Ist nichts. Gut. Trotzdem nochmal nach. Hier unten ist auch nichts. Wo ist das letzte Puzzleteil? Sind hier über Banjo-Kazooie oder was? Wo sind die Musiknoten? Zack, nochmal da hoch. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes, aber war auch nicht sehr schwer, da hinzukommen. Zack. Ist da ein Puzzleteil vielleicht? Nein, immer nur noch Bananenwünsche. So leicht machen es einen nicht mehr, wie man sieht. Der Schwierigkeitsgrad muss ich ja steigern. Und eine Bananenwünsche, weil ich drei Gegner auf einmal oder nacheinander geplättet habe, ohne auf dem Boden zu landen. Solche Belohnung mag ich ja doch sehr gern. Wenn die da sowas einbauen, dass man mal so einen Ansporn hat, sich zu verbessern und Kombos auszuführen. Jetzt ist die Frage, ist hier vielleicht noch was? Oder da oben drüber? Ja, bestimmt ist hier was. Das ist nämlich versteckt. Eigentlich geht es da in dem Maulwort wahrscheinlich. Aber ich gucke noch hier. Hab sie alle. Ich schnapp sie mir alle. Yay. Yeah. Döp, 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 döp. So. Soll ich da rollen? Eigentlich keine Lust, denn da ist so viel Zeug. Man kann hier so schön durchrasen. Aber dann verpasst man alles. Ich glaube, das Level kann man innerhalb von 10 Sekunden schaffen. Wenn man einfach nur durchrollt. Aber ich schnapp mir noch das. Ah ja, und dann... Eigentlich habe ich alles, ne? Dann kann es hier nichts mehr geben. Also vielleicht dieses Mal ausnahmsweise die K-Münze. Zum ersten Mal. Immer nach der Bananenmünze. Und vor der Bananenmünze kommt das Leben. Dann tue ich direkt nach dem Leben. Oder schnapp mir das Leben. Ey, ich verstehe dieses System manchmal nicht. Egal. War doch sehr erfolgreich. Bildergalerie. Kann ich mir die jetzt eigentlich auch schon ansehen hier? Nee, da muss ich aus dem Spielstand rausgehen scheinbar. Gut, machen wir noch ein Level, denn das lief hier astrein. Leichter als gedacht, das war auf jeden Fall was Besonderes, aber nicht besonders schwer. Was ist denn hier jetzt noch? Lustiger Loren! Und was war das? Dann mache ich erst das Loren-Level. Und da oben gibt es irgendwas Besonderes bei dem Stern. Ich weiß nicht was. Habe ich vergessen. Lustiger Loren-Limbo, machen wir jetzt. Ich liebe Loren-Level. Die sind zwar zum Teil ziemlich schwer, aber sie machen einfach nur Spaß. Dieses Spiel. Das muss man sich ja vorstellen. Ich habe gestern so viel aufgenommen. Erst Mario zu einem gespielt, dann Donkey Kong Country Returns angefangen und heute geht es weiter direkt. Ich bin nicht so einer, der so viel aufnimmt, aber bei so einem Spiel dann bekommt einem dann doch die Lust. Die habe ich schon. Dann nehme ich mir die Kiste einfach mit. Die Tonne, das Fass. Und treffe einfach mal gar keinen. Ich glaube, solche Fässer gibt es gar nicht mehr, wo man einfach durchrollen lassen kann und alle Gegner mitnehmen kann. Die gab es in den vorigen Teilen, ja. Wollen wir sehen, vielleicht kommen die ja noch. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ist ja schon 5 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Immer wieder darauf aufmerksam machen, damit keiner denkt, ich müsste alles wissen hier. Und Bamsen. Die Liebe ist halt alles hier dem Erdboden gleich gemacht hier. Das würde ich sagen. Oder einfach was dazukommt. Oh, ein Bonus-Game mal wieder. Lange Zeit war keins da. Ah, das sieht gar nicht mal so schwer aus. Okay, das war echt nicht schwer. Jetzt warte ich hier eine Runde. Und will nicht sterben. Zum Glück darf man hier sich ein paar Mal was erlauben. Sonst wäre das echt sehr schwer. Oh fuck, ich habe die Bananen so längst vergessen. Brauche ich die auch noch? Oh Nose. Ja, ich habe die nicht gesehen. Ich dachte nur, dass was in der Mitte ist. Ich hätte es geschafft. Kann ich ja noch mal rein? Nein, die lassen mich nicht rein. Ich müsste sterben, um das nochmal zu machen. Naja, muss ich eben auch das Puzzleteil verzichten, was da wahrscheinlich gekommen wäre. Und begebe mich direkt ins Loren-Level. Den Loren-Abschnitt. Aber ich werde bestimmt nicht direkt gleich am Anhieb den Checkpoint erreichen, oder? Dann komme ich eh gleich nochmal zum Bonus-Level. Zum Bonus-Ding. Bonusspiel.
Nicht so schnell, schön langsam. Erstmal die schönen Pilze begutachten. Ah, sind die schön dreidimensional. Und jetzt. Oh, ich sehe es, ich sehe es. Und los. Ah, man springt mit der Lore. Es gibt bestimmt auch wieder Level, wo man aus der Lore rausspringt. Das machen die immer gerne im Wechsel bei den Spielen. So, böse Biber. Wenn man A gedrückt hält, wenn man auf einen drauf geht, dann springt man höher. Aber ich muss erstmal reinkommen. Es war sehr langsam. Das hat mich auch überrascht. Ich bin schnellere Geschwindigkeiten gewohnt von Loren-Level. Aber es ändert sich vielleicht auch im Verlauf des Levels. Also auch diesmal habe ich ihn erwischt. Habe ich eh absichtlich gemacht. Auf jeden Fall, weil ich ja das Bonus-Game noch haben wollte. Das war meine Hauptintention. Ne? Das glaubt ihr mir. Zack. Und jetzt. Jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Jetzt kann ich gar nicht mehr sagen. Wenn doch, dann wäre das ziemlich armselig. Komme ich hier dran? Ich komme nicht mal dran an die... Was ist das denn? Ich muss das von oben machen. Oh, dann muss ich wieder eine Runde warten. Dann muss ich da nochmal runter. Das ist gar nicht mal so leicht, auch wenn es so leicht aussieht, weil es ziemlich langsam eigentlich ist. Ah, kann man aber schaffen. Trotzdem, das ist gar nicht mal so leicht. Zum Glück bleibt die Zeit jetzt stehen, sonst hätte ich versagt. Geile Musik. Man sollte echt die ersten drei Teile schon mal gespielt haben, zumindest den ersten Teil, dann weckt es so viele nostalgische Gefühle. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man das einfach zum ersten Mal spielt. Dieses Spiel als ersten Teil der Donkey Kong Country Reihe. Da entgeht einem echt was. So, und nochmal. Jetzt mal ein bisschen besser, bitte. Man sieht sogar im Lichtschein hinten, wie man springt. Und vorher hat man auch noch so einen Scheinwerfer. Ups, da hoch. Bisher ist das ziemlich leicht. Jetzt habe ich den Sprung auch geschafft. Und der... Ah, ich konnte ihm entgegen. Ah, Tiggis. Wieso bin ich denn da direkt tot? Ich habe doch noch einen Diddy gehabt. Okay, ich darf nicht zu leichtsinnig hier umgehen. Es wundert mich ein bisschen, dass man direkt tot ist. Eigentlich ist dieses Spiel sonst so human gewesen. Aber ich gehe aber weiter. Ich will das jetzt weitermachen. Warum gibt es da nicht direkt einen Checkpoint vor? Das dauert uns immer so lange. Hoch da, hoch. Einfach rechts. Runter! Aber schön, dass es nicht direkt losgeht eigentlich. Und man noch so ein kleines Vorgeplänkel hat. Und sich seelisch auch vorbereiten kann. Und dann geht's erstmal in den Abgrund und dann geht's los. Böse Biberbrüder. Wir kennen ja alle Knordi. Really Knordi und Very Knordi aus dem ersten Teil. Und die kleinen Zombie-Knordis. Natürlich auch. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe mich in die Irre führen lassen. Deswegen, man kann so ein Level für gewöhnlich nicht einfach einmal machen und dann fertig. Wenn man gar nicht weiß, wo die Puzzleteile sind, die kann man auf Anhieb gar nicht so leicht erwischen. Boah, viel zu nah! Wenn jetzt was kommt, dann... Oh, das kam zu schnell. Ich bin so schlecht. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr zu sehen. Schön. Oh, direkt... Ja. Aber ich habe einen Checkpoint. Ob das jetzt so gut ist, weil ich die Puzzleteile alle verpasst habe, ist die andere Frage. Ups. Oh, Diddy ist einfach mal weg. Das hat gerade noch geklappt. Den habe ich nicht bekommen. Ich kann mich sogar ducken, falls gleich Stacheln kommen. Das wird auch noch notwendig werden. Aber hier verpasse ich echt eine Menge. Oh, ich schaffe nicht auf die Landen. So hell! Viel zu hell. Hell, hell, hell. Oh, da hätte ich springen müssen, echt. Ich traue mich ja nicht zu springen, weil ich nicht auf die Landen darf. Weil die in Flammen stehen. Muss das nicht wehtun? Aber dann gehe ich halt kaputt, leider. Ja, das ist echt... Genial. Zum Glück muss ich nicht immer diesen langen Ladebildschirm abwarten, wenn ich gestorben bin. Wie bei dem, wenn man das Level zum ersten Mal betritt. Das war knapp. Dieses Mal hat's geklappt. Upp, und diesmal habe ich mir das Leben. Das brauche ich jetzt nämlich wahrscheinlich ein paar Mal. Wie soll ich denn das kriegen? Da muss ich ganz spät abspringen. Aber da das eh nicht zu den 100% gehört, ist mir das erstmal egal. So, jetzt. Ich habe eh nur ein Leben. Und über den springe ich rüber. Gut. Das muss man erst alles mal... eruieren.
Zack, zack. Hey, das N fehlt mir. Das war aber so. Keine Schienen? Jo, fallen wir mal auf Land. Hey, boah, das ist so schnell. Jetzt wieder so langsam. Okay, der springt von selber. Die letzten zwei Sprünge hat er von selbst gemacht. Hat hier noch irgendwas? Oh, da war ein Abgrund. Scheiße, warum ist da kein Schild? Achtung! Normalerweise ist rechts immer noch so ein Puzzleteil, deswegen wollte ich da gucken. Ey! Meine Sprünge sind heute echt unkalkuliert. Das ärgert mich gerade ziemlich, vor allem weil ich in der ersten Welt schon so viel Leben lasse. Wo ich doch weiß, dass ich später sehr viele brauchen werde, aber das eigentlich macht das nichts, denn man hat quasi unendlich Leben. Ich glaube, man verliert auch keinen wirklichen Fortschritt, höchstens einen Checkpoint, aber sonst hat man immer die Möglichkeit, mit dem Level direkt wieder anzufangen, wenn man Game Over gegangen ist. So, jetzt. Ich meine, ich habe es schon mal geschafft, also werde ich es jetzt auch schaffen. Nur noch zu Ende bringen. Das G brauche ich eh nicht, aber es ist eigentlich ganz cool, dass man jetzt mal so auf Land fährt. Der springt hier schon alles von selber, ne? Ne, hier muss ich nochmal springen. Oder? Egal, jetzt nehmen wir uns die Kelmünze bitte. Die ist wieder nach der Bananenmünze, wie immer. Ja, und jetzt habe ich wieder die Bananenmünze irgendwo. Irgendwann kriege ich auch mal die DK-Münze. Irgendwann. Aber es war schwer, definitiv. Okay, dann mache ich jetzt erstmal hier kurz Schluss und dann geht's wahrscheinlich morgen weiter. Aber ich nehme jetzt direkt weiter auf. Aha. Kresslis Erdloch. Das ist doch bestimmt der Boss schon. Was ist denn das da links? War das das geheime Level? Das machen wir jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, mein Name ist Sam. Ciao, ciao.